Hallo ihr Lieben und willkommen zu den Gartenarbeiten im November. Das Hochbeet ist inzwischen frisch befüllt und auch schon wieder mit neuen Ansaaten versehen. Die schauen wir uns gleich auch an. Und während bei anderen die Gartensaison längst vorbei ist, suche ich schon wieder Stellen und freie Plätze, wo man hier noch was auspflanzen kann. Deswegen ist ja jetzt auch der Mais heute rausgeflogen. Da kann ich noch schön die Kolben heute abernten und den schönen Zuckermais holen. Und an die Fläche, wo der Mais stand, da ist jetzt eine weitere Sorte, oder besser gesagt zwei Sorten vom Topinambur, der Indianerkartoffel, reingewandert. Da habe ich vom Rusticus, vom Chris Buhmann, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung, auch nochmal zwei andere Sorten bekommen, als die, die bei mir hier oben zum Teil noch steht. Da haben wir im letzten Video ja eine gigantische Ernte eingefahren. Und den Topinambur kann man jetzt sowohl ernten, als natürlich auch wieder in die Erde stecken. So habe ich hier nächstes Jahr dann hoffentlich noch mehr schönen Sichtschutz. Und ich muss sagen, der Topinambur ist so eine dankbare Pflanze. Man braucht sich kaum drum kümmern. Sie ist ein super Sichtschutz. Sie blüht schön. Und man kann im Grunde das ganze Jahr ernten. Bei den rotblühenden Prunkbohnen kann man jetzt auch langsam das Poolen anfangen. Das sind wieder richtig schöne, riesengroße Bohnenkerne. Die kann man als Trockenbohne aufbewahren zum Essen oder eben auch als Saatgut aufbewahren, wenn sie schön getrocknet sind. Die sind doch einfach super. Riesengroße Bohnenkerne, schöne Farbe und kann natürlich auch wunderbar als Sichtschutz dienen, wie hier bei mir. Je nachdem, wie hoch man die Ranghilfe baut, kann die auch problemlos 4-5 Meter hoch werden. Nicht nur von diesen Bohnen, sondern auch von vielen anderen Sachen, wo man ganz einfach und ohne Gefahren das Saatgut selber nehmen kann, bin ich gerade dabei, das einzusammeln, schön zu trocknen und natürlich einzutüten und zu beschriften. Und so hat man irgendwann auch Sorten, die richtig gut an den eigenen Standort angepasst sind, weil sie hier jedes Jahr weiter vermehrt wurden. Und da macht es natürlich auch Sinn, immer nur die Pflanzen weiter zu vermehren und als Saatgut dann zu nutzen, die am besten gewachsen sind, den besten Ertrag gebracht haben oder die auch resistent waren gegen Krankheiten und Schädlinge. Nicht nur für den eigenen Vorrat, sondern auch zum Verschenken kann man sich so Saatguttütchen ganz einfach auch selber basteln. Ich habe mir hier einfach ein kleines Design selber erstellt. Man sollte dran denken, dass man zwei Kanten lässt zum Ankleben, die sich dann innen verstecken. Und dann kann man einfach Tipps zur Aussaat hinten notieren und vorne drauf schreiben, was für ein Saatgut hier so drin ist. Und da habe ich jetzt schon von der rotblühenden Prunkbohne was eingetütet. Meine Zwiebelsamen, die Ringelblume, die Gewürztagetes, der Partison, der UFO-Kürbis in Weiß. Den hat die Nachbarin zum Glück für mich weiter vermehrt. Der ist bei mir gar nicht aufgegangen dieses Jahr. Das Sommerbohnenkraut ist dabei und so kann man sich einen schönen Vorrat an Geschenken oder auch seinen eigenen Saatgutvorrat ganz gut und platzsparend und auch hübsch, wie ich finde, ja, aufbewahren. Zu ernten gibt es natürlich auch die ganze Zeit etwas, bei uns auch im ganzen Jahr. Aber gerade im Gewächshaus, wo jetzt alles neu aufgefüllt wurde, habe ich auch wieder neu angesät. In einem der letzten Videos hatten wir unser Hochbeet hier im Gewächshaus ja komplett leer gemacht und mit einem Gitter gegen die Wühlmäuse gesichert. Danach haben wir das erstmal mit grobem Grünschnitt unten aufgefüllt, dann auch noch schön Komposterde reingemacht und auch wieder fast von der Erde, die vorher hier drin war. Und ich habe neu angesät und dann auch schon das Vliesletzte nachher drüber gehabt, denn da waren schon 2-3 Grad bloß zu erwarten. Zum Teil sind das Experimente, die ich einfach mal ausprobieren will, auch Pflanzen, die ich draußen gerade auch ernten kann. Einige, da weiß ich auch, dass die im Winter problemlos noch keimen. Gerade die Postelein, die haben eine Keimtemperatur von 4 bis 10 Grad. Denen wird das jetzt gut gefallen, diese Nachttemperaturen, die wir so langsam erreichen. Das wird jetzt nämlich schon herbstlich. Die Asiasalate sind hier nochmal mit dabei. Und
Ich habe hier auch noch Kressearten. Den Mangold probiere ich nochmal. Kann auch sein, dass der dann für die zeitige Ernte im Frühjahr erst wächst. Eiszapfen und Radieschen sind auch nochmal mit dabei. Schau mal, kann ich dir ein schönes Radieschen mitgeben und frische Möhrchen, wenn du willst. Gibt es auch noch eine Handvoll. Und ein paar Sachen stehen hier auch noch im Gewächshaus, die demnächst rein müssen. Gerade der Basilikum. Wenn der einfriert, wird das schwierig. Den werde ich dann mal noch mit rein holen, wenn es so aussieht, als ob hier drin auch die Temperaturen dann langsam empfindlicher werden. Mit dem Schnittlauch habe ich wieder vor, mir der Reihe nach Töpfe nach drin zu holen, falls draußen doch der Wintereinbruch so ist, dass man nichts ernten kann wegen Schneedecke oder starkem Frost. Und wenn man so einen Topf nach drin holt, dauert das nur wenige Tage und dann kann man dann auch frisch wieder ernten, wenn der den Wärmereiz kriegt. Ein Mini-Ingwer und ein Zitronengras stehen hier auch noch im Topf. Da will ich probieren, welche Temperaturen die im Winter so aushalten können. Deswegen stehen die hier so ein bisschen geschützt. Ich habe aber auch die Mehrzahl an Pflanzen, die mir da wichtig waren, natürlich in größeren Töpfen und auch mehr Pflanzen zum Überwintern mit nach drinnen genommen. Der Salbei ist mir so wichtig und das ist auch ein pflanzliches Antibiotikum. Deswegen möchte ich ihn auch gerne im Winter ernten können, auch wenn Schnee liegt. Deswegen habe ich meinen Salbei jetzt ja ins Gewächshaus in den großen Kübel geholt, damit ich auch die Chance habe, mir hier im Winter frische Salbeiblätter zu holen. Auch vom Lorbeer habe ich draußen einige Pflanzen noch im Garten stehen. Und dasselbe gilt auch für den Rosmarin. Aber damit ich auch da im Winter, da koche ich gerade besonders gern mit solchen Kräutern auch frisch was ernten kann, habe ich hier jeweils ein Pflänzchen in die Töpfe geholt. Drin stehen nur ein paar Töpfe zum Überwintern. Mit zwei Paprika versuche ich das. Ansonsten sind auch noch zwei kleine Bonsai-Tomaten dabei. Das ist eher so ein Experiment. Ob das gelingt, im Südseitenfenster, auch im Wohnzimmer, noch ein paar Tomaten zu ernten im Winter. Das ist aber eher Spaß und nicht so relevant für die Selbstversorgung. Da ist eher wichtig, dass die Beete nach wie vor voll stehen, gut bewachsen sind. Die Vorbereitung, die Ansaaten und das Auspflanzen dafür passiert natürlich im späten Sommer bzw. im Herbst. Und dann gibt es auch genug Sorten, die frostfest sind, die winterhart sind, zumindest in einer Region wie meiner. Das ist so östlich, südöstliches Thüringen. Das ist weder Mittelgebirge noch Alpenlage noch Rheingraben, also eher so ein Mittelding. Oh, den Kohl hatte ich die ganze Zeit hier so ein bisschen links liegen gelassen. Aber man sieht auch, dass der Rosenkohl jetzt doch noch mal ein bisschen aufholt und auch schöne Röschen bildet an beiden Pflanzen. Die werden vermutlich mehr riesig, aber das wird noch mehr Ernte abgeben. Und hier habe ich auch gerade noch mal entdeckt, das war so unscheinbar, dass hier ein richtig großer, schöner Blumenkohlkopf drin ist. Das heißt, der Kohl ist hier auch im späten Herbst nicht zu unterschätzen. Ich habe jetzt mal die großen Maiskolben hier ausgepackt und gesehen, dass die schon gut vertrocknet sind. Der Zuckermais, dann lasse ich das jetzt gut noch austrocknen, nehme das mit nach drin. Und dann haben wir hier jede Menge Saatgut. Bio-Zuckermais kann auch nicht schaden, das im Schrank zu haben. Die Minze hat sich das ganze Jahr kaum blicken lassen, aber jetzt ist ihre Hochzeit. Genau zur richtigen Zeit ist ja auch ein wertvolles Heilkraut. Da bin ich froh, dass ich so viel Zitronenmelisse und Minze hier auch an meiner Mauer jederzeit finden kann. Himbeeren im November, glaubt einem doch auch keiner. Eine Sorte, die zweimal trägt, wenn man sie richtig verschneidet, ist eine Wissenschaft für sich, aber studiere ich mich ein. Auf jeden Fall mega leckere Früchte, auch jetzt noch. Ist der Wahnsinn, oder? Schöne Himbeeren. Jetzt holen wir noch vom Mürschen raus, dass die Nachbarin ihren Salat hier auch vervollständigen kann. Du wirst so richtig high, wenn du da reinriechst. Einfach leckere Kräuter, ne? Okay. Braucht's kein Alkohol. Okay. Was hast denn dir alles Schönes raus? Geklaut habe ich noch Ringelblumen. Geklaut, das ist ja nicht geklaut. Richtig gut, ey, die stehen noch Geld an. Ja, und hier ja, der schöne Salat. Gesundheit im Beutel. Ja, Teekräuter zurzeit gehe ich jeden Abend. Mir fällt es immer so spät ein, dass ich die Kopflampe brauche.
Aber Thymian, Salbei, Melisse, Minze, Ringelblume, Tagetes, alles, was das Herz begehrt und was der Körper gerade gut brauchen kann. Voll geil. Okay, zeig mal. Schönes Sträußchen, oder? Ja. Na, so kann man das doch schön als Rohkost. Ey, willst du noch ein paar frische Knollen Topinambur einfach als Rohkost mit reinraspeln? Ja. Den habe ich gerade frisch aus der Erde. Cool. Und solche Massen. Kannst du auch gern so noch was mitnehmen. Super. Wenn du magst. Ja. Schön. Frischen Topinambur, cool. Ja, ich habe noch ein, zwei Gasthimbeeren aufgehoben. Kannst du ja gerne eine abpflücken. Die sind, danke. Die sind nicht mehr ganz so süß, finde ich, wie im Hochsommer. Aber himbeeriger als das, was man im Supermarkt so kriegt. Aus dem Ausland. Himbeerig, auf jeden Super, Fall. Ne? Und ich muss sagen, die Winter überstehen hier schon mehr Pflanzen, als im Allgemeinen so im Lehrbuch steht. Und deswegen konnte ich auch den letzten Winter durchweg frisches Grün ernten. Wenn ihr mögt, könnt ihr dazu gerne nochmal die Videos aus dem letzten Jahr anschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und tschüss.